Wir haben auch keine Karte hier. Also es ist bestimmt nicht umsonst da oben noch ein Wassertrog, ne? Gehen die wieder hoch, wenn ich das anmache? Nee, aber kriegt mir auch nicht viel. Das ist ein bisschen doof beim Übergang, wenn es da unten geht und unten nach oben geht. Okay, vielleicht ist das ja nur eine Art Rückweg. Früher habe ich das ja auch irgendwie hinbekommen. Also irgendwie muss man irgendwo. Ist auch nichts auf Boden zu sehen. Ich könnte auch nichts, ne? Nee, ihr könnt nichts. So, ansonsten, wir haben zwar Licht benutzt, aber gucken wir mal, ob es vielleicht doch mit der Fackel mehr Licht gibt. Mit der Fackel gibt es mehr Licht. Sehr schön. Was noch lange nicht heißt, dass wir mehr sehen. Kann jetzt auch kein Gegenstand irgendwas benutzen. Kann nur die Stäbe anschauen. Ein recht wirksames voll Mechanik. Definitiv, ich habe lange dran gesessen. Geräusche aus westlicher Richtung gekommen. Und hier Gegner aus nördlicher, I guess. Und goldener. Oh oh, oh oh. Sparen wir vielleicht noch ein bisschen für den Fall, dass wir die Heilung brauchen. Lass mich raten, du bist in Panik. Ihr habt Panik unvergiftet. Jetzt weiß ich nicht, was Prahlen wirklich macht, ob das so ein Aggro-Ding ist. Wow, jetzt hat sie umsonst ihre Magie verbraucht. Und Rainer ist abgehauen. Das ist echt reiner Wahnsinn, der Typ. Okay. Panik.
Alles luschen, ey. Können wir rasten? Können wir, er ist trotzdem noch vergiftet. Wir haben jetzt kein Antidot dabei. Wow, viel Mana-Verbrauch, aber wenig Nutzen. Ich habe wirklich gerade nichts dabei, was ihm helfen kann, glaube ich. So, Krimskrams, eine Silberkette. Okay, das wird wohl der andere Eingang sein und dann haben wir einen Shortcut bei dem hier am Freischalten. Okay, der Schalter lässt sich nicht mehr bewegen. Das heißt hier nicht mehr. Er hat sich noch nie bewegt. Bist du? Du existierst nicht, du siehst nur gut aus, okay? Neben einer Menge von Bodenflatten sind hier große Flammen zu sehen, die sich unberechenbar über den Boden bewegen. Eine Blumensäule, die früher diese Räume geziert hat. Die Tür ist fest verriegelt. Das ist eine Tür, okay? Haufen Gerümpel und Bodenplatten. Die Platte, die hier auf dem Boden angebaut ist, sinkt ein kleines Stück ein. Ah, wahrscheinlich hätte ich wieder ein Kreuz machen sollen, wa? Na gut, war mein Fehler. In der südwestlichen Ecke des Raumes hat sich die Tür geöffnet. Okay, war doch kein Kreuz diesmal. Ein altes Fass. Ein Dietrich. Dietrichmeister kriegt ihn. Und eine Truhe für den Dietrich wahrscheinlich. Ein schweres Kurzschwert. Ja, bisschen besser. Er kriegt die Pfeile, weil er die Pfeile hat. Gut. So, wir haben zwar noch die Flammen hier drin, aber wir haben einen der Räume geöffnet. So, sonst war hier unten nichts, ne? Nee, scheinbar nichts. Oh, Gegner. Ich bin froh, dass es in diesem Spiel keinen Überraschungsangriff gibt. So wie bei JRPGs zum Beispiel.
Ja, endlich treffen die auch mal. Sehr gut. Sirat Stufe 8, Melter Stufe 6. So, hier geht's nach rechts irgendwie. Sie sind noch nicht müde. Unpraktisch. Sollte ich vielleicht dennoch irgendwo zumindest ein bisschen heilen? Aber ja, ich hätte auf der ersten Insel so ein, zwei Sachen mehr machen sollen. Aber da habe ich am ersten Tag jetzt nicht dran gedacht gehabt. Eindeutig ein Fehler. Fehler sind begangen worden. Die stecken am Brunnen fest. Sind scheinbar aber auch die einzigen. So, ganz viele kleine und ein großer. Okay, Meltas hat Panik, glaube ich. So, das hat weh. Sie darf sich noch nicht bewegen. So, Sieger ergibt natürlich ergibt mehr Sinn beim Angriff. Er flieht. Er konnte nicht fliehen. Vielleicht sollte ich speichern, weil ja, alte Spiele und so. Und wieder eine Gruppe. Grüner und ein Gelber. Kommen wir mal ohne Magie aus, glaube ich. Wow, ich habe extra alle nach vorne gerückt, ne, damit die auch alle auf den Gelben gehen können, und dann ist er in die Mitte gegangen.
So. Muss mal gucken. Sie hat nämlich auch hier. Da können wir. Sie hat ein Level up und scheint aber noch nicht richtig zu sein. Ja gut, er mit dem Gift hat natürlich jetzt keine Heilung gehabt. Aber wir haben auch kein Antidot, deswegen schwierig. Muss man langsam wieder wieder Fleisch kaufen. Ich hatte am Anfang so viel gehabt, ne? Und jetzt ist das sehr zusammengeschrubbt scheinbar. Seitdem ich nicht drauf geachtet hatte. So, wir haben drei, wir haben drei Schalter, aber nur zweimal Wasser. Ah, okay. Okay. Nevermind. Aber dafür war der Brunnen wahrscheinlich da in der Mitte. Yep, das ist ein Brunnen. Sonst wäre der hier jetzt recht nutzlos gewesen. Tor rechts von den Schaltern hat sich geöffnet. Gucken wir gleich an, wir holen uns erstmal wieder Wasser. Weil, ja. Haben wir ja gerade auch schon gebraucht gehabt. So, bevor hier irgendein Gegner irgendwas vielleicht drin ist. Speichern wir, damit wir den Schalter jetzt nicht nochmal machen müssen. Okay, das ist eine Truhe. Eine nutzlose, oder eine ungenutzte Ecke. Verdächtig. Ein Kristallgriffdolch, der ist bestimmt wieder verflucht. Alte Spiele mögen es, dass man viel speichert. So, hier ist eine Tür, die wir gerade noch nicht gesehen hatten. Wir können sie einfach öffnen. Und sehen einen Raum und hören Gegner, glaube ich. Oder? Sehe aber keine. Ich höre Dinge, aber ich sehe sie nicht. Verdächtige Geräusche auf jeden Fall. Wahrscheinlich hinter irgendeiner Wand, die ich gerade nicht sehe. Ja, da. Das ist die Quelle des Geräuschs. Ja, ganz viele blaue.
Der ist abgehauen. Die Sau. Sie haben Rainer getötet, diese Schweine. Wow, der killt uns einfach die Leute hier. Gut, da uns ist wahrscheinlich ein bisschen XP und Loot entgangen, weil der eine abgehauen ist. Nehme ich mal an. Das macht nichts. Tom hat Stufe 12 erreicht. Seid ihr noch nicht müde oder gefährlich? Ist noch nicht müde. Ja, man, wenn man tot in der, auf dem Boden liegt, ne, ist man halt noch nicht müde. Muss man verstehen. Aber ja, so ein paar Details, was so, oh, Blumen. Ein paar Details, was so Gegenstände und so weiter angeht, vermisse ich in diesem Spiel schon, was halt so, ich sag mal, moderneren, was zu moderneren Quality of Life Sachen gehört. Da muss man schon sagen, da gibt es schon ein paar neuere Sachen, die man, sag ich mal, machen könnte. Aber vielleicht, ich muss mal schauen. Ich will ja auch irgendwann mal Ember Moon und Ember Stark spielen, was ja die quasi Vorgänger von dem Spiel sind. Und zumindest zu Ember Moon, glaube ich, war es, gibt es ja zumindest ein Remaster von einem Fan. Muss man mal sehen halt, ob der das so gemacht hat, dass man das auch tatsächlich so mit ein, zwei Neuerungen genießen kann. Auf meine Leute zu killen. Wie Meta's direkt One-Shot war. Zwei Treffer und immer noch nicht tot. Ja, sie hat wahrscheinlich Panik. Ich sag immer sie, weil Trier sieht so, ich sag mal, weiblich aus. Sterben solltest du trotzdem nicht. So, immerhin hat Sira etwas geschafft. Machen wir auch hier mal den Frost rein, damit Drier nicht komplett stirbt. So, und meine großen Tränke sind bald alle. Kate hier haut gerade ab. Oh, come on.
Hier weiß ich wirklich, was er macht. Oder was er macht, meine ich. Da haben wir irgendwie in Anführungszeichen überlebt. Kann ich rasten? Ja gut, Rainer hat das nicht wirklich geholfen. Sie kann nur leichte Heilung. Machen wir eine große. Das. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so viel besser ist. Oh, es geht. Es geht. Den ziehen wir schon irgendwie durch. So, Drier ist jetzt verrückt. Das erklärt, warum Drier die ganze Zeit rumgelaufen ist, statt nur zu fliehen. Gut, vielleicht sollte ich mich zurückziehen, weil dass ich dir zumindest meine beiden kranken Leute heile. Bin ich richtig? Bin hier richtig. Läuft ja nicht weg, der Dungeon. So ein oh. Hat mich das ja erschrocken gerade. Bin aber auch falsch hier. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, so ein Zauber, wo man aus der Dings rauskommt. Dafür vielleicht die Seile da. Nee. Ich habe immer noch den Zweck der Seile nicht gefunden. Rationen sollte ich mir auch irgendwo besorgen. Ich glaube, ich habe auch gar nicht so viel Geld, aber wir haben so ein paar Sachen aus dem Dungeon jetzt schon rausgeholt. Eventuell. Ja, egal. Bin auch klug, ne? Ja, gut, ich muss erst. Oder ich kann einfach so. Weil ich nicht, nicht zum Anführer machen kann. Machen wir erstmal den Schalter wieder an hier. Da bin ich selber dran schuld gewesen. So, erstmal wieder ein bisschen Brackwasser. So, irgendwer von den Leuten hier konnte heilen. Ich habe jetzt so viel Kabel. Aber ich glaube, der war weiter oben, ne? Hier waren nur Spruchheilverkäufer. Ja, hier war glaube ich nur der Spruchfreudenverkäufer. Gehen wir weiter hoch. Mindestens die Verrücktheit müssen wir entfernen. Warte. Spamverdacht. Okay. Warum sollte mich auch jemand anrufen?
meisten schreiben mir halt auf WhatsApp oder anderweitig, wieso sollten sie mich anrufen? Warte mal, ich hatte einen Gegenstand, ne? Achso, ich kann ja Drehgrad nicht nutzen. Aber was ich nutzen kann, ist mehr Eimer. Gib mir Eimer. Suddenly sind Eimer ganz wichtig. So, und du? Wenn man Verrücktheit nur so einfach halten könnte, ne? Okay, das war's, glaube ich. Kann ich die hier schon? Nee, kann ich nicht. Irgendjemand hier hatte auch das Wissen über Gegenstände. Das war, glaube ich, nochmal einer weiter oben, ne? Achso. Das ist ganz oben gerade. Also nein, hier war er nicht. Das ist auch ein bisschen komisch mit den NPCs, die, die sind halt quasi, ich sag mal, lebendig, ne? Aber, okay, jetzt haben wir den untersucht. Die sind zwar sowas wie lebendig, aber, teilweise ist es dann auch schwierig, die Leute zu finden. Schaden minus 12. Mehr. Fähigkeiten Malus keiner. Attributbonus minus 20 Stärke, minus 30 Nahkampf. Warum sollte ich das machen wollen? Ja, natürlich. Vorhin hat er uns noch gesagt, wir haben nichts Verfluchtes. Wenig kann sie denn tragen? Ja, übertreib mal, verfluchter Gegenstand. Ja, nee, ist klar, die zieht sich komplett aus und hat immer noch zu viel Gewicht. Ein Kilo ist zu viel Gewicht? Der hat wortwörtlich nichts mehr an. Gut, ich hätte mir denken können, dass er verflucht ist, aber... Toll! Dann lade ich lieber nochmal, weil... das ergibt für mich wenig Sinn, da in der Gegend rumzustehen und zu warten, bis der NPC wieder... bis der NPC wieder in unsere Richtung kommt. Deswegen, da gehe ich doch lieber nochmal aus dem Dungeon raus von vorhin und ja, heil nochmal die Leute. Wobei, Drier ist hier nicht verrückt. Ja, ich bin da in diesem einen Raum noch nicht gewesen, scheinbar.
Das macht nichts, wir können trotzdem die Vergiftung heilen. Und, haben wir den Gegenstand schon? Ja, haben wir schon. Fragen wir nochmal den Typen, ob er wirklich nichts Verfluchtes da finden kann. Ich bin auch doof, dass ich verfluchten Gegenstand nochmal anlege, obwohl ich die Information darüber weiß. So, erstmal heilen wir uns, weil der die ganze Zeit schon vergiftet ist. Hallo. Okay, alle gesund. Schauen wir uns erstmal ein paar von den Dingern hier, von den Eimern. Wer weiß, wie viele Feuerrätsel noch im Dungeon sind. Jetzt fragen wir nochmal, ob wir wirklich nichts Verfluchtes bei uns haben, angeblich. Hast du das? Nee, ne? Nee. Ups. Haben wir auch mehr Informationen, wenn wir einen normalen Gegenstand angucken? Tatsächlich, die zusätzlichen Sachen gibt es erst, wenn man die untersuchen lässt, die Sachen. Das ist interessant. Ah, hier haben wir auch, wie viel das ist noch. Da steht aber nicht wirklich was, was uns wirklich interessiert. Das kann ich ja auch nicht. Aber speichern wir erstmal. Wir haben ein paar Sachen geholt. Dementsprechend gab es hier einen Händler? Ich glaube nicht. Ich muss, glaube ich, ins Dorf zurück. Aber das macht nichts. Beros hat noch Zeit. Sieht cool aus. Vor allem so eine große Gruppe. Die meisten JRPGs haben ja immer so eine 3 bis maximal 4 Leute Gruppe. Da ist schön, so ein richtiges RPG mit einem ganzen Haufen Leute hinterher stapfen zu sehen. Okay, wassergefüllte Dinger kann man nicht stacken.
Der Gegenstand ist wertlos. My ass ist der wertlos. Aber er ist halt verflucht. Irgendwas konnte man noch mit den Edelsteinen noch machen. Ja, ich weiß es nicht mehr wirklich, aber ich habe irgendwie was im Hinterkopf, dass da was war. Allzu viel können wir ja auch nicht mehr verkaufen. Vielleicht sollte ich nochmal woanders hingehen. Hier war der Stammesführer, ne? Was war hier oben? Gebrauchtwarenhändler. Oder Mischwarenhändler vielmehr. So, der hat mehr Platz. Kaufen wir erstmal das Salz, weil wir immer noch keinen Nutzen dafür haben. Licht habe ich verkauft gehabt, weil ich das tatsächlich lernen konnte. Wenn ich tatsächlich den Sinn wieder erfahre von meinen Edelsteinen, kann ich sie ja wieder zurückholen. Irgendwann. Okay, Fackeln haben wir noch mehr als genug. Wir haben hier ein Schild, das wir noch beim Waffenhändler verkaufen können. Und ich vergesse die ganze Zeit hier das Ding rüber zu schieben. Da brauchen wir halt ein paar Tränke. Jetzt, dass ich ein Shit, den sie noch nicht da haben, aber egal. Wer kann das sein? Tatsächlich können die Iskai die nicht tragen. Den aber schon. Ist der mehr? 8? 7? Elf? 9? Boah, nehmen wir das mal mit. Schon. Für mich ist nicht ganz so leicht erkennbar, welche Waffen bei den Schwänzen getragen werden kann, weil der große Iskai durch kann Sieger zum Beispiel nicht tragen als Schwanzwaffe. Was ein bisschen seltsam ist. Ich glaube, ich werde erstmal. Hier kann tatsächlich auch das Kettenhemd tragen. Okay. Aber ich werde tatsächlich wohl erstmal ein paar Tränke holen. Von den Türkisen, denke ich mal, weil die anderen beiden niedriger sind. Und das hier ist wertlos angeblich. Aber vielleicht können wir auch irgendwas machen mit.
Stimmt, ich wollte noch ein bisschen Rationen kaufen, ne? Ich glaube, das ging im anderen Dorf, glaube ich. Bin ich hier auch. Nee, hier haben sie es nicht. Dann, kaufen wir erstmal davon. Gift und Verrücktheit können wir bei den Druiden heilen tatsächlich, deswegen lasse ich das auch erstmal. Kostet ja alles Geld, ne? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich muss hier lang, um wieder zum anderen Dorf zu kommen. Oder auch nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch gegangen. Ich glaube, ich muss noch nicht über die Brücke. Bin mir nicht sicher, bin ich hier lang gegangen? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich konnte hier irgendwo Rationen kaufen, ne? Das war der Schiffstyp. Du warst der Krieger von den Typen, ne? Ja, ja. So, komm hier runter, ich möchte mit dir reden. Danke. Proviant, danke. Okay, das sieht jetzt gerade relativ gut verteilt aus. Können wir wieder zurückgehen? Bisschen umständlich, ja, das ist in Ordnung wiederum. Halt sowas wie ein Fluchtseil für Dungeons wäre okay. So als Quality of Life Ding. Und hat mehr Informationen auf den Gegenständen teilweise, die teilweise tatsächlich ja auch über den Druiden, der sich die Gegenstände anguckt, kommt. Das wäre vielleicht so ein bisschen erweitert mit diesen Druiden, wäre vielleicht sinnig. Aber ansonsten, so ein paar mehr Informationen wären interessant. Und halt so eine Art Fluchtseil, dass man, sag mal, nicht durch die kompletten Dungeons rücklatschen muss. Obwohl, das hat auch so Kleinigkeit an Begebenheit, finde ich. Weil da muss man sich entscheiden, will man riskieren, durch den kompletten Dungeon nochmal durchzulaufen oder weiterzumachen. Ne? Das muss man immer gucken. Okay, jetzt haben wir natürlich kein Geld mehr dafür. Wir können schon anfangen, die neuen Pfeile zu holen. Nehmen wir mal so 19. Bin ich sicher, kann ich das vielleicht da hinten hinpacken? Der hätte 3 Damage.
Der 6. Probieren wir es einfach mal. Der ist ja relativ günstig. Nee, natürlich nicht. Jetzt wissen wir, warum er günstig war. Kannst du das auch tragen? Tatsache, du kannst das tragen. Was hast du denn gerade? Das ist ein Fünfer. Das ist ein Vierer. Ja gut, lohnt sich jetzt nicht für dich, ne? Magier könnt den nicht tragen. Den auch nicht. Jetzt könnt ihr halt alles maximal hier noch tragen. Okay, lassen wir das erstmal. Wir haben, glaube ich, erstmal alles, was wir brauchen. Magietränke konnten wir jetzt nicht holen. Wir hätten jetzt Antidot und Anti-Verrücktheit, I guess, holen können. Aber wir haben erstmal ein paar Tränke. Fackeln haben wir genug. Können wir uns weiter umschauen. So, kurz speichern. Ich kann ja einfach mal dorthin, wo ich nicht hin darf, und schauen, was passiert, weil wir haben ja gerade gespeichert, können wir dann gleich wieder laden. Einfach nur gucken, was passiert. Fest verriegelt. Ja gut, passiert also nichts. Toll. Sind noch ein paar Eimer. Ja, ist gut. Die paar Eimer, stell dich nicht so an. Wobei, sind wahrscheinlich wirklich einfach mal zu viele Eimer. Weg damit. So, Lehrer, wirklich haben wir jetzt doch einen Magielehrer haben wir gefunden, aber die sind alle zu low, die Leute. So, sind wir wieder hier unten. Hat sich ja minimal gelohnt, wieder nach oben zu gehen. Hoffe ich. Dann können wir erstmal weiter gucken. So, ich nehme mal an, ja, bis zum Brunnen können wir im Grunde genommen weiter, und dort können wir dann gucken. War das hier drin? Ne, das war eine Ecke, war das. So, hier war ein Raum, den ich noch nicht geguckt habe, nämlich den hier im Westen. Okay, so eine Art Ruhebereich war das mal. Aber auch schön hier mit dem Moos und allem. Ich kann mir echt vorstellen, so ein Remake mit so stilisierter Grafik, die halt nah an dem Original noch kommt, könnte schön sein. Meine,
Man könnte ein paar Variationen von den Moos hier vielleicht machen dann. Aber die eine mit den eine Variante wäre auch okay, finde ich. Ich sollte vielleicht heute einfach mal nicht wieder bis Mitternacht oder so streamen und dann könnte ich vielleicht sogar mal endlich meinen. Okay, das war nicht auf. Das war aufgedeckt, aber. Aber sah halt so aus, als ob es nicht aufgedeckt war. Jedenfalls kann ich dann irgendwann mal vielleicht mein paar Blender-Tutorials wieder anschauen. Statt halt bis in die Puppen zu machen. So, hier war ja nichts gewesen, ne? Oben waren wir auf dem Safe Off schon, also gehen wir jetzt wieder runter. Gegners und Feuers. Grüner und goldener. Wow, der ist schon da gewesen, bevor Meltas ein Ding nach oben gehen konnte. Machen wir mal einen mittleren. Ne, das war doch ein großer, blauer. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig, welche Tränke wie viel heilen. Türkis und Blau scheinen aber gut zu sein. Okay, Rainer ist wieder abwesend. Ja, in Panik. Panik ist auch nicht so schlimm. Das Schlimmste ist, die meisten treffen halt einfach nur nie, ne? Okay, Rainer ist abgehauen. Das macht aber nichts. Lass mich raten. Krank einfach nur. Okay. Also was wie ein Antidot-Zauber habe ich scheinbar nicht. Krank wird wahrscheinlich Trefferwahrscheinlichkeit verringern oder sowas. Thomas Krank, er spürt sein Körper dauerhaften Schaden zunimmt. Dauerhaft? Jetzt kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, ob er jetzt irgendwie Lebenspunkte oder so verloren hat. Dauerhaft.